Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Sky Factory 4. Abonnieren und Like nicht vergessen. Ganz genau. Nachdem es schon Sky Factory 4 an den Kran gegangen ist, Age of Enchantment, Age of Farming, Age of Power, ist heute Age of Storage dran. Ja, mal gucken. Nachdem wir in der letzten Folge unsere Bäume auf über 1000%, also auf 1000% gepimpt haben, brauchen wir jetzt Lagerkapazitäten. Brauchen wir auch nicht. Aber es passt halt mit Storage. Ja. Ich fange mal an mit Baby Gut Backpack. Was war das für ein Rucksack? Also ja, da war irgendwas. Irgendwas ging ja, genau. Ich fange mit Simple Storage Network Processing Controller. Was möchtest du für einen Rucksack haben? Einen roten. Ja. Simple. Und einen gigantischen brauchen wir, ne? Ja. Ich habe gerade Simple Storage Network Prozessor. Wo finden wir das unter den Simple nicht? Storage. Fuck, nicht genug. Bäume. Ey. Bäume. Entschuldigung. Storage. Das ist schon spät. Network Master. Simple Storage Network. Achso, doch, Ed. Ach, wenn ich das mal schreiben kann, ne? Simple. Wo ist er denn? Storage Master. Ist vielleicht der? Henrik hat einen roten und ich baue mir einen grünen. Was denn? Controller. Simple Storage Processor Unit Block. Dann war es doch nicht richtig. Ach da, Controller. Okay. Ui. Henry, ein Backpack für dich. Sehr schön. Crafte an Instagram. Oh, man kann ihn nicht anlegen. Crafte. Aber meine Fresse, ist das ein Inventar. Welcher Mod ist das denn? Was denn? Die nächsten Sachen, die ich darf. Die 64 und so. Drums sind das. Ist das unter Drums? Unter Drum? Ja, unter Drums. Various Drums and Storage and More heißt die Mod. Also add Barrel eingeben, dann findest du es. Ich gehe mal rüber zum Craften, ne? Dann stehen wir uns jetzt hier nicht im Weg. Du kannst auch einfach. Ich mach die untere Reihe, ja? Ja, kannst du. Ich hätte auch einfach hier ein Dings hinbauen können und dann wäre es gut gewesen. So viel. Ja, alles gut. Okay. Ich komme gleich mal wieder rüber. Eisen in Enrichment Chamber macht Platten. Wusstest du das? Nein. Das wusste ich nicht. You're kidding. Are you kidding? Also die Erfolge sind hier echt geil benannt. Siehst du, wir können ja mal, Leute, wenn ihr... Wenn Sky Factory vorbei ist, ne? Habt ihr einen Vorschlag, welches Modpack ihr sonst danach sehen möchtet? Genau. Wollen wir jetzt hier auch mal Infocard einblenden? Top gebaut. Oder hat ihn jetzt geklaut? Ein Shipping-Container. Was hab ich dir geklaut? Alles gut, ich bin schon fertig. Ja, ich, Mann, ey. Wenn so verschiedene Holzsorten da durchschwimmen, weißt du, und du versuchst ein Holzding zu kriegen, was passt.
ich jetzt auch. You win. One Prestige Point. Toll. Das wollten wir jetzt die ganze Folge machen und haben es in 5 Minuten geschafft. Wow. Manche Sachen sind einfach, manche Sachen sind ein bisschen aufwendiger. Aber. Ja. Okay. Wollen wir mal gucken, was die können? So ein Shipping-Container. Oh, wie cool ist der denn? Wo bist du denn? Drüben in deinem Häuschen. Oh. Guck mal. Der ist cool. Der sieht auch cool aus, ne? Zum Lagern so. Die stehen bestimmt auch, guck mal, mit den Dingern an der Seite, die stehen gut aneinander und dann, was ist, wenn man da ein Item reinlegt? Oh, wie cool. Guck mal von vorne. Man sieht sogar das Item. Und in den Shipping-Container, da baut man jetzt nämlich, glaube ich, warte mal, ich baue mal nochmal so ein Ding hier. Am Shipping-Container kann ich nichts reinpacken. Ich glaube, da kommen, genau, guck mal, da kommen so eine Metal-Crates rein. Mhm. Die hier. Oh nein, gib mir alle meine Äpfel. Da könnte man jetzt Äpfel, glaube ich, reinlegen. Genau, ne? Jetzt sind da Äpfel drin. Und den kannst du da reinlegen mit den Äpfeln. Okay, das ist nochmal. Aber es sieht einfach auch texturmäßig sehr schön gemacht aus, ne? Jetzt versuchen wir mal. Was haben deine Sachen gemacht, die Upgrades, die du gebaut hast? Das sind irgendwelche Updates. Ah, dann können wir aber nicht. Bell, Drums, Doors und so weiter. Das heißt, wir könnten jetzt vom Prinzip her die Barrels hier sogar noch upgraden, ja? Mhm. So, pass auf, ich habe meine Diamant-Axt reingelegt, weil einen Apfel sehen wir im System ja nicht. Du willst gucken, ob er das erkennt, ne? Ja. Diamant-Axt, eine kaputte? Ja. Habe ich es jetzt rausgenommen? Ja. Ja. Cool. Ist ja cool, ne? Ich meine, warte mal, wenn wir dieses Crate, ne? Guck mal bitte, wie weit du das upgraden könntest. Ich will einfach nur mal wissen, wie das so ist, weil ich meine, das verbraucht prinzipiell weniger Platz als eine Black Hole Unit. Nee, wobei es ist ein bisschen mehr Platz, aber es sieht, finde ich, ein bisschen cooler aus. Jetzt ist die Frage bloß, wie weit kann man das upgraden, weißt du? Dieses Metal Grade. Du hast was. Müssen die Folge ja noch ein bisschen strecken, ne? Ich finde das. Du hast doch Upgrades. Installiert, genau. Kannst du die da irgendwie? Ui, okay. Kannst du noch mehr raunhauen? Ja. Noch ein? Okay. Ich meine, gut, es ist nicht so viel natürlich wie eine Black Hole Unit, aber 350.000 Items. Okay, 2,1 Millionen, das ist, waren die jetzt so billig, dass du davon so viel gebaut hast? Oh ja, gut. Ja, 2,1 Millionen, ich meine. Naja, kosten Smaragde, Obsidian und Goldplatten. Ja, aber wenn die 2,1 Millionen lagern können, ist es auf jeden Fall kein schlechter Mod zum Lagern. Was anderes, oder? Ja, allein das Aussehen, was du damit bauen kannst. Ja, das auf irgendeinem cool, also so für ein Schiff oder sowas, stelle ich mir das gerade gigantisch geil vor. Ja, es könnte mir das. Oder so eine alte Fabrikhalle. Dann muss man ja mal von einem YouTuber sprechen, von Debitor. Der hat doch mal in Time eine Ölplattform gebaut. Oder bauen lassen. Ja, da würde die auch super. Da würde sie auf jeden Fall super reinpassen. Ist mir gleich als erstes in Gedanken gekommen. Was tun wir jetzt? Wie geil ist das denn? Guck mal. Was? Geil. Du kannst die sogar färben irgendwie. Aber nicht in der Hellblau, Farbe. Hellblau, gelb. Ist hier immer nur noch das gleiche. Siehst du noch das gleiche? Ja. Hier, ich habe dir das Color Shift-Rechtsklick und dann kannst du da die Farben noch mit einstellen. Ich habe das Ding nämlich gerade gesehen.
Du kannst die auch abschließen sogar, also wenn mal alle Items raus sind, dass die gespeichert sind, wie halt im Dings. Jetzt ist rot. Ja, meine Farbe. Ich finde, also ich finde es eine echt coole Mod. Sieht gut aus, ne? Ja. Kann ich das auch wieder grau machen? Ja, bestimmt irgendwie. Ich glaube, am einfachsten ist neu bauen. Teuer war es nicht. Na, machst du noch was? Also wenn du damit verschiedene machst, sieht das echt cool aus, bestimmt. Denke ich auch. Ah, muss mal dann drücken. Ich vergesse mal dann zu drücken. Bisschen helles Gelb. Sieht sie gut aus, auf jeden Fall. Auch weil die so ein bisschen Beschriftung dran haben und so weiter, ne? Ja. Echt schick gemacht, die Mod. Guck mal, das nebenfärbt sich auch. Ja, da hatte ich auch eingefärbt. Das hier ist leicht bloß ein klein bisschen heller geworden. Da hat sich nicht viel dran geändert. Aber es hat schon echt was. Gut, Leute. Ich würde sagen, dann war es das mit der Folge, auch wenn sie jetzt vielleicht etwas kürzer ist, aber wir hauen jetzt hier nicht noch mehr rein als unnötig. Genau. Ne? Age of Storaging ist damit abgeschlossen. Wir bedanken uns fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst dann ein Like und ein Abo da. Wir müssen ein bisschen Werbung machen. Folgt uns auf Instagram, Twitter und Facebook. Ja, ne? Noch irgendwo? Nö, ne? Instagram, Facebook, Twitter. Genau. YouTube vor allen Dingen. Und auch Twitch. Und dann verpasst ihr auch nichts Neues mehr. Also haut da rein. Bis denn dann. Alter 4.